Die Verbreitung von Falschinformationen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Wahlkämpfen, stellt mit Sicherheit ein Problem dar. Denn falsche Informationen führen zu einem falschen Verhalten, was einen großen Schaden verursachen kann. Nachfolgender kurzer Ausschnitt aus einer Sendung des internationalen Senders RT bringt das anschaulich auf den Punkt. Das große Thema in den letzten Wochen: Fake News. Damit sind Nachrichten gemeint, die durch soziale Medien wie Facebook, Twitter und so weiter verbreitet werden, um Menschen zu manipulieren. Dabei werden gezielt Unwahrheiten, gestützt durch Computersoftware, tausendfach gestreut. Seitdem allerdings die Fake News für den Trump-Wahlerfolg verantwortlich gemacht werden und nicht ein politisches Debakel oder Obakel der letzten Jahre in den USA, hat die Politik die sogenannten Fake News zur Chefsache gemacht. In Deutschland ist daher unlängst ein Abwehrzentrum gegen Falschinformationen im Gespräch. Auch in Österreich wollen sich die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP dieser Thematik stellen. Auch in Tschechien hat mit dem 1. Januar 2017 sogar bereits eine Anti-Desinformationsstelle ihre Arbeit aufgenommen. Auffällig dabei ist, in welcher Schwarz-Weiß-Malerei Politiker der Bevölkerung die Notwendigkeit dieser Fake-News-Kontrollen beibringen wollen und dabei insbesondere alternative Medien im Visier zu haben scheinen. Unweigerlich stellt sich auch die Frage, warum gerade jetzt diese Kontrollen so sehr wichtig sein sollen. Wer oder was steckt dahinter? Dazu nochmals ein kurzer Ausschnitt von RT. Die Frau Bundeskanzlerin höchstpersönlich hat das Thema jetzt angesprochen. Und ich glaube, wir dürfen das, was da passiert im Zusammenhang mit dem Internet, mit der Digitalisierung, und das ist Teil unserer Realität, nicht unterschätzen. Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten und vieles andere mehr. Und wir haben heute viele, die Medien wahrnehmen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren, die weniger kontrolliert sind. Und ich will daran nicht die einzige Ursache sehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als sie das vor 25 Jahren erfolgt ist. Dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können. Da scheint sich aber jemand in seinem kommenden Wahlkampf bedroht zu fühlen. Es gilt jetzt, die Fake-Nachrichtenseiten zu kontrollieren. Die klassischen Medien sagen ja seit einem Vierteljahrhundert immer die Wahrheit. Schauen wir uns mal einen kleinen Teil Ihrer Rede nochmal an. Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten und vieles andere mehr. Moment mal, Frau Bundeskanzlerin, nicht einfach weiterreden und so tun, als wäre nichts und zum nächsten Thema lenken. Wir haben also für die klassische Presse Regelungen, zum Beispiel die Sorgfaltspflicht für Journalisten und vieles, vieles mehr. Liebe Frau Merkel, es gibt keine sogenannte Sorgfaltspflicht für Journalisten. Vielleicht sprechen Sie vom Pressekodex, aber lassen Sie mich Ihnen da auf die Sprünge helfen. Frau Bundeskanzlerin, das sind keine Regelungen oder Verpflichtungen, sondern der Pressekodex, der aus 16 Ziffern besteht, ist eine Art freiwillige Selbstverpflichtung für Journalisten. Erstellt vom Presserat, der übrigens 60 Jahre alt geworden ist, herzlichen Glückwunsch dafür. Die 16 Ziffern hören sich auch wirklich streng und gut an. Und selbst die liebe Frau Bundeskanzlerin geht von Verpflichtungen aus. Hätte sie doch mal vor ihrer Rede das Ganze genauer betrachtet. Aber wahrscheinlich hat sie da kurz die Rede in die Hand gedrückt bekommen und hatte 10 Minuten zum Proben oder wie auch immer. Aber nochmal, der Pressekodex ist keine Aufstellung von Regelungen, an die sich Journalisten halten müssen, sondern eine freiwillige Selbstverpflichtung. Hier mal eine Erläuterung nur zur Sorgfaltspflicht, die junge Frau Bundeskanzlerin anspricht. Wahrheitsgemäße Berichterstattung meint vielmehr, dass ein Journalist an die journalistische Sorgfaltspflicht gebunden ist. Diese wiederum verpflichtet ihn dazu, nur die Sachverhalte zu veröffentlichen, die infolge einer gründlichen Recherche seiner Meinung nach der Wahrheit entsprechen. Also all der Absatz wird durch den letzten Satz relativiert. Seiner Meinung nach. Liebe Frau Merkel, im letzten Vierteljahrhundert hat die klassische Presse bezüglich der freiwilligen Selbstverpflichtung das ein oder andere Mal ein oder zwei Augen zugedrückt. Oder es war halt deren Meinung nach doch die Wahrheit. Heinz-Christian Strache, Parteivorsitzender der Freiheitlichen Partei Österreich, FPÖ, beleuchtet von einer anderen Seite die Frage, warum gerade jetzt die Fake-News-Kontrollen eingeführt werden sollen.
Er sagte am 30. Dezember 2016 zur Debatte über Falschmeldungen wörtlich: Niemand geringerer als die österreichische Bundesregierung selbst produziert Fake News am laufenden Band. Als Beispiel nannte Strache beschönigte Kriminalstatistiken und Arbeitslosenzahlen sowie das Verschweigen von Migrationshintergründen bei Verbrechern. Strache wörtlich: Sollte tatsächlich ein Straftatbestand für Desinformation eingeführt werden, dann müsste es die ersten großen Strafen für die gesamte Bundesregierung samt ihrer Riege an medialen Hofberichterstattern hageln. Die steigende Bedeutung sozialer Netzwerke, aber auch der Erfolg vieler kritischer Internetmedien sei ein Segen für die Demokratie und ein hervorragendes Korrektiv zu den Fake News der Regierungen und ihrer Medien. Strache sagte wörtlich weiter: Wenn man diesen öffentlichen Diskurs abwürgen will, hat man Demokratie nicht verstanden und will unsere Gesellschaft, die durch ein Direktiven- und Überwachungskonvolut der EU ohnehin schon viel an ihrer Freiheit eingebüßt hat, noch unfreier machen. Dagegen wird es unseren erklärten politischen Widerstand geben. Dabei ist die Schlussfolgerung von Heinz-Christian Strache sicherlich nicht übertrieben, als er sagte, dass die westlichen Regierungen und ihre Hofberichterstatter, wie er sich ausdrückte, gravierende Fake News produzieren. In unserer Sendung vom 31. Dezember 2016, Jahresrückblick 2016, die gewichtigsten Lügen, Unterlassungen und Ungereimtheiten der Medien, wiesen wir ein weitreichendes Panorama dieses Problems stichhaltig nach. Damit bekommen die Rufe aus der Politik nach staatlich kontrollierten Antidesinformationsstellen oder wie immer man sie auch zu nennen mag, den starken Beigeschmack einer weiter fortschreitenden Mediengleichschaltung. Ausgerechnet alternative Medien, die wichtiger Bestandteil gelebter Demokratie sind, sollen auf diesem Wege gekappt werden. Und nur deshalb, weil sie herausspürten und aufdeckten, dass etwas mit der öffentlichen Berichterstattung nicht stimmt. Und doch sagte bereits Abraham Lincoln sehr trefflich: Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Wenn die Weltgemeinschaft an etwas wirklich großen Bedarf hat, dann ist es der Bedarf an echten Qualitätsmedien. Dieser Bedarf kann aber nachweislich nicht durch clevere Selbstetikettierung, sondern allein durch tatsächlich gute Qualität gestillt werden. Welchen Einsatz kostet es, will man zu den Qualitätsmedien gerechnet werden? Was genau macht echte Qualität in der Berichterstattung aus? Echte Qualität verbreitet weder Lügen noch Verleumdungen. Echte Qualität beweist nachvollziehbare Übereinstimmung zwischen Prognose und eingetroffener Wirklichkeit. Echte Qualitätsmedien verfügen über seriöse und solide Quellen. Sie verweigern anonyme Zusendungen. Echte Qualität orientiert sich nie an Mehrheiten, sondern an Wahrheiten. Echte Qualität entspringt sowohl der realen Unabhängigkeit als auch der Neutralität im Blick auf Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Religion, Ideologie und so weiter. Echte Qualität fürchtet keine bestehende Macht und lässt sich nicht bestechen. Echte Qualität stellt Gesundheit und Wohlergehen des Volkes immer über Markt- und Eliteinteressen. Echte Qualität unterschlägt oder verzerrt keine Zusammenhänge. Echte Qualität berücksichtigt Prioritäten im Kontext, verschweigt sie nicht. Die gezielte Unterlassung gehört zu den größten Qualitätskillern. Echte Qualität stellt Aussagen nicht in selbstkonstruierte und artfremde Zusammenhänge. Echte Qualität schult selbstständige Denken und fördert die Mündigkeit des Volkes. Echte Qualität fordert nicht blinden Glauben, sondern beobachtet die Taten. Summarische Feststellung. Würden sich alle Medien bedingungslos schon allein an ihren Pressekodex halten, gäbe es nur noch Qualitätsmedien. Die etablierten Medien geraten jedoch analog zu ihren Abweichungen vom Pressekodex in immer größeren Verruf. Vergleichen Sie den Inhalt des Pressekodex mit den sogenannten Qualitätsmedien, sprich dem Mainstream?
Der Pressekodex umfasst insgesamt 16 Punkte. Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde. Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien. Sorgfalt. Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmter Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen. Symbolfotos müssen als solche kenntlich sein oder erkennbar gemacht werden. Richtigstellung. Veröffentlichte Nachrichten oder Behauptungen, insbesondere personenbezogener Art, die sich nachträglich als falsch erweisen, hat das Publikationsorgan, das sie gebracht hat, unverzüglich von sich aus in angemessener Weise richtigzustellen. Grenzen der Recherche. Bei der Beschaffung von personenbezogenen Daten, Nachrichten, Informationsmaterial und Bildern dürfen keine unlauteren Methoden angewandt werden. Berufsgeheimnis. Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis. Die vereinbarte Vertraulichkeit ist grundsätzlich zu wahren. Trennung von Tätigkeiten. Journalisten und Verleger üben keine Tätigkeiten aus, die die Glaubwürdigkeit der Presse in Frage stellen könnten. Trennung von Werbung und Redaktion. Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass redaktionelle Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journalistinnen und Journalisten beeinflusst werden. Verleger und Redakteure wehren derartige Versuche ab und achten auf eine klare Trennung zwischen redaktionellem Text und Veröffentlichungen zu gewerblichen Zwecken. Bei Veröffentlichungen, die ein Eigeninteresse des Verlages betreffen, muss dieses erkennbar sein. Achtens, Persönlichkeitsrechte. Die Presse achtet das Privatleben des Menschen und seine informationelle Selbstbestimmung. Ist aber sein Verhalten von öffentlichem Interesse, so kann es in der Presse erörtert werden. Bei einer identifizierenden Berichterstattung muss das Informationsinteresse der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen. Bloße Sensationsinteressen rechtfertigen keine identifizierende Berichterstattung. Soweit eine Anonymisierung geboten ist, muss sie wirksam sein. Die Presse gewährleistet den redaktionellen Datenschutz. Schutz der Ehre. Es widerspricht journalistischer Ethik, mit unangemessenen Darstellungen in Wort und Bild Menschen in ihrer Ehre zu verletzen. Religion und Weltanschauung. Die Presse verzichtet darauf, religiöse, weltanschauliche oder sittliche Überzeugungen zu schmähen. Sensationsberichterstattung und Jugendschutz. Die Presse verzichtet auf eine unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid. Die Presse beachtet den Jugendschutz. Diskriminierungen. Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden. Berichterstattung über Straftaten. In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Unschuldsvermutung. Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren, Strafverfahren und sonstige förmliche Verfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt auch für die Presse. Medizinberichterstattung.
Bei medizinischen Themen ist eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden, die Hoffnungen oder Befürchtungen beim Leser erwecken könnte. Forschungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadium befinden, sollten nicht als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden. Vergünstigungen. Die Annahme von Vorteilen jeder Art, die geeignet sein könnten, die Entscheidungsfreiheit von Verlag und Redaktion zu beeinträchtigen, ist mit dem Ansehen, der Unabhängigkeit und der Aufgabe der Presse unvereinbar. Wer sich für die Verbreitung oder Unterdrückung von Nachrichten bestechen lässt, handelt unehrenhaft und berufswidrig. Rügenveröffentlichung. Es entspricht fairer Berichterstattung, vom Deutschen Presserat öffentlich ausgesprochene Rügen zu veröffentlichen, insbesondere in den betroffenen Publikationsorganen bzw. Telemedien. Bleiben Sie nicht passiv. Wenn Ihre Lieblingssender, Ihre bevorzugten Journale, Radiosender oder was auch immer von diesen genannten Punkten abweichen, schreiben Sie Briefe zur Korrektur, wenn nötig protestieren Sie, dass Ihre Informanten nicht weiter an Qualität einbüßen. Denn wer seine Qualität verliert, verliert zuletzt auch sein gesamtes Publikum. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.